Hallo liebe Freunde der Abenteuer, der Piratengeschichten und des Seemannsgarns. Ich bin der Dan und ich lasse euch hier an meinem Leben teilhaben. Das ist die Tagebuchseite 3 und ich war wieder unterwegs auf den Meeren. Ich wurde von meiner einsamen Insel gerettet durch den Kapitän Deichdachs und dieser sogenannte Deichdachs kam wohl aus Norddeutschland oder so. Da war ich noch nie. Egal. Wir schipperten so hin und her, haben den einen oder anderen Auftrag gemacht und dann sahen wir zwei Schiffe im Kampf. Ein Schiff war besetzt von einer untoten Crew. Skelettpiraten. Ihr wisst von meinem Fluch. Diese Skelettpiraten verfolgen mich und wohl auch andere Leute in den Meeren der Diebe. Ja. Und diese Skelettpiraten haben eine Galeone, voll besetzt mit ehrbaren Piraten, sturmreif geschossen. Wir kamen dazu und die Aussicht auf eine sturmreif geschossene Galeone und etwas Beute war verlockend. In dem harten Kampf dieser zwei riesigen Schlachtschiffe unterlag die Skelettgaleone und sank. Doch die Seefahrer und Piraten sahen uns und flohen in den nächsten Hafen, um dort ihre Beute zu versilbern. Ja, wir zogen erstmal die Beute des gesunkenen Skelettschiffs auf unser kleines Boot und setzten ihnen dann nach. Und dann brach die Hölle los. Wie immer. Hast du Lust auf noch mehr Geschichten und Abenteuer? Wie wäre es, dein eigenes Piratenabenteuer zu gestalten und mit deinen Freunden zu erleben? Willkommen in der Welt von Pen & Paper Rollenspielen. Damit könnt ihr Geschichten spielen, die noch viel epischer und größer sind als das, was ihr bisher erlebt habt. Und das Beste daran, ihr seid die Kapitäne eures eigenen Schicksals. Besucht doch meine Homepage auf www.dance-abenteuerwelt.de und sichere dir jetzt das Gratis-Spielmaterial, das ich dort für dich zur Verfügung stelle, damit du und deine Crew in See stechen könnt. Die PDF Das Schiff Salzstolz liegt dort jetzt zum Download für dich bereit. Viel Spaß beim Spielen und nun weiter mit dem Abenteuer. Die waren total überrascht. Die stehen genau vor denen. Ja, schieß. Die haben alle Plunder. Ich lock sie gerade weg. War der tot? Dritter tot. Oh, ich bin nicht gleich tot. Ich versuche verzweifelt zu verkaufen.
Mach einer tot, ist noch einer da. Haben alles verkauft, glaube ich. Junge, ich hab die alle platt gemacht. Das ist gut. Thomas, ich hab die alle platt gemacht. Vier Leute. Die haben zwar jetzt alles verkauft, aber... Nee, hier ist noch ein Hocker. Hier ist ein Hocker. Und eine Reliquie. Ja, Leute, so einfach wie es hier aussah, war es natürlich nicht. Denn auch drüben auf unserem Schiff bei Deichdax ging so einiges ab. Leider kann ich das nur von Hörensagen euch berichten, aber es kamen, während er mich mit Kanonenkugeln unterstützte, mehrere Border an sein Deck, die er aber als erfahrener Schwertmeister abwehren konnte. Tja. Das musst du gesehen haben. Wie die einfach total schockiert waren. Ich bin in die Vierergruppe gesortlunched rein. Ich war mitten in den drin. Okay. Er ist tot. Galone ist weg. Ah, die sind an Land. Aber der schießt mit der Plunder hier rüber. Der versteckt sich bei den Herrschern. Aber Fisch. Nachdem alle Gauner dem Fährmann zugeführt waren, ergab die Suche nach weiteren Zurückgebliebenen dieser Galeone nichts mehr. Aber wir hatten ja die Schätze von unserem Skelett-Galeonen-Diebstahl. Wir hatten einen Hocker verkauft und wir fanden auch noch ein paar Kleinigkeiten in den Überresten dieses großen Schiffes. Das haben wir natürlich auch alles verkauft. Und ich sag mal so, es war ein sehr erfolgreicher Tag. Aber er sollte jetzt erst beginnen. Denn wir hörten davon, dass ein Goldfort mit einer riesigen Schatzkammer voller Schätze auf uns wartet. Und dort begegneten wir Skeletten. Einem Reaper, einem arglosen Wanderer vom Handelsbund, nein, es war ein Goldhorder und viele andere Dinge passierten dort, aber das sehen wir dann in der nächsten Episode meines Tagebuchs. Ich hoffe, euch gefallen meine Geschichten, dann folgt doch diesem Kanal und kommentiert gerne. Bis zum nächsten Mal, euer Dan. Ciao, ciao.